In diesem Video soll es um das Vertrauensintervall bei einer Binomialverteilung gehen. Und dabei schauen wir uns folgende Situation an. Wir haben eine verborgene Münze. Und über diese Münze wird behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit für den Kopf, oder also die Trefferwahrscheinlichkeit, bei 0,18 liegt. Da wir aber uns nicht sicher sind, dass diese Wahrscheinlichkeit zutrifft, werde ich jetzt von einer angeblichen Wahrscheinlichkeit sprechen. Und um das zu verdeutlichen, nenne ich diese Wahrscheinlichkeit nicht P, sondern P mit einer Schlange drüber, und ich werde von P-Schlangen sprechen. So, das ist ja Teil 1 von dem Problem. Und die zweite Sache, wenn wir diese Wahrscheinlichkeit verwerfen sollen, was wäre dann das wahre P, die wahre Wahrscheinlichkeit eines Treffers? Beziehungsweise, was können wir überhaupt darüber sagen? Um das zu untersuchen, werfen wir die Münze 100 Mal und erhalten 15 Mal das Ergebnis Kopf. Dann könnten wir die erste Idee haben und sagen, okay, die relative Häufigkeit von dem Treffer, also die 15 von 100 Würfen, ist die wahre Wahrscheinlichkeit P, und diese ist natürlich ungleich P Schlange, weil 15 Hundertstel 0,15 sind, was ungleich 0,18 ist. Das Problem dabei ist, dass wenn wir von der Wahrscheinlichkeit 0,15 ausgehen und uns B100 0,15 von 15 anschauen, liegt diese Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 0,11. Betrachten wir aber B100 0,18, also die Wahrscheinlichkeit von 0,18, die angebliche Wahrscheinlichkeit, und schauen uns, wie wahrscheinlich ist es, 15 Treffer zu haben, liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 0,08. Und das Problem ist natürlich, dass für die Wahrscheinlichkeit von 0,15 es relativ unwahrscheinlich ist, 15 Treffer zu bekommen. Diese Wahrscheinlichkeit liegt ja bei etwa 11%. Und bei der Wahrscheinlichkeit von 0,18 ist es auch relativ unwahrscheinlich, 15 Treffer zu bekommen. Diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,08, also bei 8%. Und noch schlimmer ist es, die beiden Wahrscheinlichkeiten liegen gar nicht so weit auseinander. Deshalb die zweite Idee. Und hier schwächen wir unsere Erwartungen etwas ab und wollen jetzt nicht etwas über P sagen, sondern über das Intervall, in dem P wahrscheinlich liegt. Und dazu machen wir uns Folgendes zunutze. Wenn wir eine große Anzahl von Versuchen haben bei einer Binomialverteilung, also für große Parameter n, liegen 95,4% der Ergebnisse innerhalb des 2-Sigma-Intervalls. Schauen wir uns die Grenze des 2-Sigma-Intervalls an, dann gibt es die obere Grenze, der Erwartungswert plus 2 mal Sigma, das ist n mal p plus 2 mal die Standardabweichung n mal p mal 1 minus p und daraus die Wurzel, beziehungsweise die untere Grenze des Sigma-Intervalls, μ minus 2 mal Sigma, und das ist im Prinzip dieser Ausdruck, nur mit einem Minus anstatt Plus. Die relative Häufigkeit P
berechnen wir in den, indem wir die Anzahl der Treffer durch die Anzahl der Versuche teilen. Das notiere ich hier nochmal. Also K ist Anzahl der Treffer. Und daher können wir eine Ungleichung notieren, die zu 95% stimmt. Wir haben K, also die Anzahl unserer Treffer. Und zu 95,4% ist diese Zahl kleiner als NP plus 2 mal die Wurzel aus N mal P mal 1 minus P in Klammern. Gleichzeitig ist unsere Trefferzahl größer als N mal P minus 2 mal die Wurzel aus N mal P mal 1 minus P. Das ist ja in Formeln ausgeschrieben, diese Aussage, 95,4% der Ergebnisse liegen im 2-Sigma-Intervall, also die absolute Häufigkeit unserer Treffer muss diese Ungleichung erfüllen. Und nun machen wir Folgendes, wir teilen die Ungleichung durch n. Aus n mal p wird p. Aus 2 mal die Wurzel daraus wird 2 mal die Wurzel aus p mal 1 minus p durch n. Aus k wird k durch n. Und die obere Schranke wird aussehen wie die untere Schranke. Nur hier werden wir ein Plus haben anstatt Minus. Ja, das ist ja das Schöne an dieser Form, dass wir viel Arbeit sozusagen recyceln können. So, nun ist k durch n nichts anderes als die relative Häufigkeit. Und mit dieser Gleichung kann ich arbeiten. Und zwar, wir könnten die linke Ungleichung als eine Gleichung aufschreiben, beziehungsweise die rechte Ungleichung als eine Gleichung und beide Gleichungen nach p auflösen. Und damit würden wir Intervallgrenzen bekommen und das Intervall nennen wir dann das Vertrauensintervall. So, die beiden Ungleichungen schreibe ich in einem Rutsch, in einer Formel, so ähnlich wie bei der PQ-Formel. Ich schreibe plus minus und 2 mal der Ausdruck unter der Wurzel. Und die Idee ist, diese Gleichung oder die beiden Gleichungen nach p aufzulösen. Und durch diese Lösung erhalten wir das Vertrauensintervall. So, das Intervall nennen wir i. Und das wird zwei Grenzen haben, eine untere Grenze und eine obere Grenze. Und dann liegt, und dann sagen wir, dass i so gewählt ist, und zwar zu 95,4%, dass unsere wahre Wahrscheinlichkeit in diesem Intervall liegt. So, das war jetzt sehr theoretisch. Jetzt wollen wir einmal sehr konkret werden. Wir hatten eine relative Häufigkeit von 0,15. Das ist jetzt 15 mal Kopf bei 100 Mundwürfen. N, also die Länge der Bernoulli-Kette, Anzahl der Versuche waren 100. Und unsere Gleichung oder Gleichungen, die wir lösen wollen, ist p plus minus 2 mal p mal 1 minus p durch n. So, was wir jetzt machen, wir setzen in diese Gleichung das, was bekannt ist, ein, also h und n. 0,15 ist gleich p, und jetzt kann ich die beiden Gleichungen gleichzeitig behandeln, weil ich natürlich weiß, wohin die Reise geht. So, die Wurzel aus p 1 minus p geteilt durch 100. Also hier haben wir h eingesetzt, dort n. So, jetzt ziehen wir auf beiden Seiten p ab.
Dann haben wir 1, 0,15 minus p ist gleich plus minus die Wurzel aus p mal 1 minus p geteilt durch 100. So, und jetzt kommt der Grund, weshalb ich beide Gleichungen gleichzeitig behandeln kann. Ich quadriere nämlich die beiden Seiten der Gleichung und erhalte 0,15 minus p in Klammern zum Quadrat. Und jetzt ist es egal, ob man minus 2 oder plus 2 hat. Durch Quadrieren bekommt man eine 4. Und die Wurzel und das Quadrieren heben sich auf. 1 minus p geteilt durch 100. So, als nächstes multiplizieren wir diese Klammer aus nach der zweiten binomischen Formel. 0,15 zum Quadrat minus 0,3p plus p Quadrat ist gleich. Und jetzt 4 mal 1 ist p mal 1 ist p minus p mal p ist p minus p Quadrat. Das Ganze mal 4 ist 4p minus 4p Quadrat und dann jeweils noch Hundertstel. Dann bringen wir alles auf die linke Seite. Dann hätten wir p Quadrat Hundertstel. Wenn wir das auf die andere Seite bringen, hätten wir plus wir hätten p Quadrat plus 4p Quadrat Hundertstel, wenn wir das auf die andere Seite bringen, das wären 104 Hundertstel p Quadrat. So, jetzt das mit p minus 0,3 minus 0,3p, das sind 30 Hundertstel und dann von dieser Seite müssen wir 4 Hundertstel p abziehen, also insgesamt minus 34 Hundertstel mal p. Und dieser Ausdruck hier bleibt. Den schreibe ich aber als Bruch und nicht als Dezimalzahl. 5 Hundertstel zum Quadrat und das ist gleich 0. So, gesucht ist p. Und das sieht aus wie eine quadratische Gleichung, beziehungsweise das ist sogar eine quadratische Gleichung. Und damit wir diese lösen können, nach der PQ-Formel, nur Vorsicht. Das p, also 104 Hundertstel, das was vor der Variablen steht, ist ja nicht die Wahrscheinlichkeit p. Dann müssen wir, also bei der PQ-Formel wurde natürlich das p von der Variable, die nicht quadriert ist, stehen. Nichtsdestotrotz müssen wir die Gleichung normieren, indem wir durch den Vorfaktor bei p Quadrat teilen, was nichts anderes ist als mal 100. 100 Viertel ist zu multiplizieren. Dann hätten wir p Quadrat minus 34 100 Viertel mal p plus 15 durch 100 zum Quadrat mal 100 Viertel. Und damit mit der PQ-Formel hätten wir P1 bzw. 2. Das ist minus p halbe. P ist ja dieser Ausdruck hier mit einem Minus davor. 34 Hundert Viertel sind 17 Hundert Viertel, weil Minus und Minus bei der PQ-Formel heben sich jetzt hier auf. Plus Minus die Wurzel aus dem hier zum Quadrat minus diesen Ausdruck. So, an dieser Stelle kann man den Taschenrechner fragen. Und wir erhalten für P1 ungefähr 0,108 und für P2 0,221 ungefähr. Und damit wäre unser Vertrauensintervall das Intervall von 1,08 bis 0,221. Und wie ist das zu interpretieren? Zu 95% oder zu 95,4% haben wir ein Intervall gewählt, sodass Folgendes gilt:
Die wahre Wahrscheinlichkeit liegt in dem Intervall. Und wenn wir Wahrscheinlichkeiten untersuchen wollen, uns wird eine Wahrscheinlichkeit vorgegeben. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit in dem Vertrauensintervall liegt, würden wir sagen, mit diesen Angaben zu 95,4% würden wir der Wahrscheinlichkeit, die uns angegeben wurde, trauen. Also alle Wahrscheinlichkeiten von 0,108 bis 0,221 würden wir nach diesem Kriterium akzeptieren. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass auf der letzten Folie etwas abgeschnitten wurde. Deshalb habe ich das hier nochmal ein bisschen verschoben und sage das Ganze nochmal. Also wir bekommen nach der Durchlösen dieser Gleichung folgende Intervallgrenzen. Einmal P1 bei ungefähr 0,108, für P2 ungefähr 0,221. Und damit erhalten wir das Vertrauensintervall von 0,108 bis 0,221. Und das bedeutet, dass zu 95,4% für das Intervall I folgendes gilt: Diese Wahrscheinlichkeit P, die wahre Wahrscheinlichkeit, die unbekannt ist, dass diese in diesem Intervall liegt. Ja, und das ist uns zu 95,4% gelungen.